eingeschaltet habt und ich habe heute einen Gast da. Und zwar, möchtest du dich selbst vorstellen? Hallo, ich bin Lisa vom Kanal It's Cosmo. Und Lisa und ich haben heute etwas sehr Cooles vor. Ich habe nämlich ein paar Fragen rausgesucht, die so in die spirituelle Richtung gehen. Und wir werden die jetzt beantworten, aber getrennt. Genau, damit wir uns auch nicht beeinflussen. Und deswegen würde ich sagen, ich rede nicht groß drum rum. Wir fangen einfach an, oder? Ja. Let's go. Ich denke, es ist schlimmer, es niemals zu probieren, weil Versagen, natürlich tut das weh im Moment, aber gerade auch aus dem Versagen kann man total viel lernen. Wenn du versagt hast, dann kannst du etwas Neues probieren oder etwas anderes machen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich Energie in etwas reinstecken und wir es wirklich, wirklich wollen, dann klappt es meistens. Also die Angst vorm Versagen ist viel größer als die Wahrscheinlichkeit, im Endeffekt zu versagen. Wahrscheinlich wäre bei mir alles, alles gedacht statt alles gesagt. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, werde ich mehr so zu jemandem, der Sachen umsetzt. Weil ich auch gemerkt habe, dass, ja, wenn man einfach nur redet und redet, das ist schön, das ist gut, das hilft dabei, sich zu sortieren. Aber wenn man die ganze Zeit nur redet und nichts umsetzt, dann bringt es im Endeffekt halt auch nichts. Und da denke ich, man muss einfach so einen gesunden Mittelweg finden. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr gesagt als getan. Das liegt aber einfach daran, dass ich von Natur aus ein totales Plappermaul bin. Aber ich habe trotzdem eine Menge getan, weil ich durch diesen Weg auch oft auch herausfinde, was ich wirklich tun sollte und was nicht. Das ist auch so eine Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe. Und ich glaube, wenn ich, glaube ich, einfach generell so den Menschen irgendwas geben könnte, irgendwas mehr mitgeben könnte, dann wäre das so ein höheres Maß an Empathie und an gegenseitigem Verständnis, weil ich glaube, dass ganz viele Probleme in der Welt gelöst werden könnten, wenn man sich einfach so ein bisschen mehr in die Perspektiven anderer Leute reinversetzen kann und nicht so sehr versessen ist auf das eigene Wohl und auf das eigene, ja, auf die eigenen Erfahrungen, auf den eigenen Horizont, den man so hat, sondern sich so ein bisschen mehr reindenken kann in das, was andere eben empfinden und warum sie so handeln, wie sie es tun. Empathie. Wir verurteilen voll schnell und pauschalisieren, weil wir eben nur das kennen, was wir, ja, womit wir groß geworden sind und was uns eingebläut wurde. Ne? Manchmal betrachtet man eine Sache und hat eine feste Meinung und dann trifft man aber auf jemand anderen und der hat eine ganz andere Meinung und wenn er einem die dann erklärt, dann ist es auch von dem Blickwinkel aus gar nicht so falsch. Und sogar wenn man es falsch findet, kann man auf einmal aber verstehen, warum jemand so gehandelt hat. Alles würde so ein bisschen, ja, ein bisschen harmonischer werden. Ein bisschen mehr Liebe würde vielleicht in die Welt kommen. Nicht komplett. Wir brauchen den Ausgleich. Da, wo gut ist, muss auch böse sein. Aber das würde das Ganze vielleicht wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin, glaube ich, in der glücklichen Situation, sagen zu können, dass es eigentlich das ist, was ich mache. Ich mache sehr viele verschiedene Sachen, aber einfach so diese Kombination aus den Sachen, die ich mache. Irgendwie Leuten im Internet über Sachen zu erzählen, die mir persönlich wichtig sind, da Diskussionen anzuregen, da das Gefühl zu bekommen, auch in wichtigen Dingen, also Sachen, die für mich wichtig sind, was bewegen zu können und ja auch einfach irgendwie so Gedanken anregen zu können bei Menschen. Das ist eine Sache, die mich wahnsinnig glücklich macht. Wenn ich irgendwie auf Missstände hinweisen kann und dann dafür sorgen kann, dass Leute, dass Leuten geholfen wird, die sich irgendwie in der Situation befinden, die nicht gut ist, indem man quasi darauf aufmerksam macht und andere Leute dazu bringt, ihr Verhalten zu ändern gegenüber dieser Geschichte. Ich glaube einfach generell, alles, womit man Leute voranbringt, auch irgendwelche solche Coaching-Geschichten und sowas, das sind Sachen, die mich glücklich machen und das sind auch die Sachen, die ich tatsächlich momentan mache. Ich bin in der Situation, dass ich meine Leidenschaft als Beruf ausüben kann, aber ich glaube, ich wäre noch ein bisschen experimenteller und ein bisschen risikofreudiger. Vielleicht würde ich Kurzfilme drehen oder Tierdokus, weil man ist ja an dem Punkt, man kann natürlich sein Hobby als Beruf ausüben, aber ganz oft kommt man in unserer Gesellschaft an den Punkt, dass man trotzdem Kompromisse eingeht, weil die Kasse voll bleiben muss. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich meinen jetzigen Beruf in Extrem ausführen. Das wäre geil. Könnte man wahrscheinlich trotzdem machen, aber man ist ja eine feige Sau, ne? Ich glaube, noch vor einem Jahr hätte ich sowas gesagt wie, ich würde mehr verreisen oder ich würde mehr mit Freunden unternehmen und ich würde allgemein mehr aus meinem Leben machen und weniger rumsitzen und nichts tun und sowas. Inzwischen bin ich in einer Situation, in der mein Terminkalender sehr, sehr voll ist und ich hetze viel so von einem Event zum nächsten, von einer Stadt zum nächsten. Ich bin selten sehr lange an einem Ort und deswegen, ich weiß nicht, ob ich wirklich denke, dass dieses immer mehr und möglichst viel in diese Zeit zu stopfen, dann tatsächlich die Sache wäre, die ich machen würde, wenn meine Lebenserwartung niedriger wäre. Ich denke, genauso ist es eben wichtig, ja, sich so Quality Time zu nehmen, sich Ruhe zu gönnen und einfach zu sagen, hey, ich nehme jetzt auch mal einen Augenblick und setze mich hin und betrachte einfach nur
das Geschehen und reflektiere mal wieder so ein bisschen, was eigentlich passiert ist in letzter Zeit, weil einfach nur eine Sache nach der anderen zu machen, um möglichst viel in sein Leben zu stopfen, ich glaube, dass das zumindest für mich keine Sache ist, die mich so auf Dauer glücklich macht. Ich würde mehr auf Geld scheißen. Ja. Ich glaube, meine finanzielle Sorge würde sinken und mein Lebensdrang würde steigen. Eigentlich bin ich jemand, der überhaupt nicht für Bucketlists ist und so schnelles Leben und wow und Adrenalin pur und so, aber trotzdem würde ich gewisse Projekte und Gedanken und Dinge, auf die ich total Lust habe, die würde ich nicht mehr auf die längere Bank schieben, sondern ich würde sie doch ein bisschen vorziehen und sagen, Just do it! Ich würde in diesem Moment wahrscheinlich sagen, okay, let's go. Ich mache jetzt das. Ich habe natürlich direkt was im Kopf. Das will ich schon ewig und das mache ich jetzt. Eindeutig Letzteres. Also natürlich hat man auch immer so einen gewissen Qualitätsanspruch an sich selbst. Ich bin eine ziemliche Perfektionistin, demnach kommt das natürlich auf jeden Fall mit dazu, dass wenn ich irgendwas mache, ich immer gucke so, oh Gott, ist das auf jeden Fall, mache ich das richtig, mache ich das ja mit ganzem Herzblut. Aber andererseits glaube ich, die Sachen, über die ich mir mehr Gedanken und mehr Sorgen mache, ist wirklich, mache ich denn das Richtige aus meinem Leben? Mache ich wirklich die Sachen, die mich glücklich machen? Habe ich die Entscheidungen getroffen, die für mich in die richtige Richtung gehen? Ich sorge mich mehr darum, die richtigen Dinge zu tun. Man kann bei voll wenigen Sachen sagen, diese Sache kannst du richtig oder falsch machen. Und manche Dinge machen auch Freude, wenn du sie falsch machst. Ich glaube, es ist viel wichtiger, darauf zu achten, dass man die richtigen Momente, Dinge und Menschen in sein Leben lässt und schöne Situationen für sich selber formt, indem man gezielt sich Sachen aussucht, als ob man jetzt immer sich verrückt macht, ob man etwas richtig oder falsch macht. Wie? Es ist doch nicht wichtig, ob du etwas richtig oder falsch tust, wenn du schon das Falsche tust. Wisst ihr, wie ich meine? Könnt ihr mir folgen? Da fällt mir jetzt spontan nicht eine Sache an, die ich wirklich komplett anders mache als andere Menschen, aber ich hatte vor kurzem so ein Erlebnis, wo mir zumindest aufgefallen ist, dass ich mich in der Situation sehr anders verhalten habe als alle anderen. Und zwar war ich von YouTube aus bei so einer Seminarwoche mit 14 anderen Mädels und ich habe gemerkt, dass alle anderen sehr viel schneller aufeinander zugehen und dass ich einfach, was ich anders mache, ist, ich stehe sehr viel länger, nicht unbedingt am Rand, das klingt jetzt total so außenseitermäßig oder so, von wegen, ich habe keine Lust, Kontakte mit denen zu knüpfen, das stimmt gar nicht. Aber einfach, ich bin jemand, der länger braucht, um mit anderen warm zu werden oder der so eine längere Phase hat, wo er so ein bisschen analytisch dabei ist und sich anguckt, okay, wie agieren die Leute, wie kann ich die einschätzen und erst dann offener wird und lockerer wird und deswegen auch auf fremde Leute sehr schnell sehr schüchtern wirke. Oder auch in negativen Fällen arrogant, weil die Leute denken, ich möchte nicht mit ihnen reden, aber ich brauche dann einfach so ein bisschen, bis ich festgestellt habe, okay, was für ein Typ Mensch steht mir da gegenüber, wie gehe ich jetzt am besten mit dieser Person um und ich glaube, das ist was mich so ein bisschen von anderen Leuten unterscheidet. Also, ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen mir und vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, darin besteht, vielleicht ist etwas in meinem Kopf kaputt, aber es hat einen positiven Effekt. Ich hinterfrage nicht so, ob ich auf Kritik stoßen könnte. Ich mache einfach, weil ich in meinem Kopf automatisch total optimistisch davon ausgehe, dass das, was ich mache, total großartig wird. Ja? Der Zweifel kommt erst hinterher. Aber am Anfang, wenn ich das starte, denke ich, das kann ja nur richtig gut werden. Und diese Überzeugung, ich hole mir dann ja auch keine Meinung von woanders ein, weil der Gedanke ist ja schließlich großartig, führt dazu, dass das dann auch gut wird. Und ich glaube, dass viele Menschen, mit denen ich spreche, die zum Beispiel auf mich zukommen und sagen, Jaco, ich habe ein Problem, hör mir mal zu, sich so viel Gedanken darum machen, was andere denken und auf sehr viele Leute zugehen, die sagen, oh ja, da wäre ich ganz vorsichtig, das würde ich vielleicht erstmal nicht machen, dadurch gestoppt werden. Und der Jaco-Train wird aber nicht gestoppt, weil sie denken, dass es großartig ist, versteht ihr? Und das ist, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine fehlende soziale Eigenschaft von mir ist, sich so dann so gesellschaftsfern so irgendwelche Dinge zu machen, aber bisher ist es eigentlich immer gut gegangen und ist sehr cool gewesen. So Leute, das waren unsere Antworten. Ich bin super gespannt, was du gesagt hast. Wir haben noch, ach nee, Moment, erst möchte ich euch noch eine Frage stellen. Und zwar haben wir ja beschlossen, dass wir eine Frage euch stellen, die ihr gerne in den Kommentaren beantworten würdet. Und zwar habe ich mir ausgewählt, wenn das Leben doch so kurz ist, wieso machen wir so viele Dinge, die wir nicht mögen? Und mögen so viele Dinge, die wir nicht machen? Ja. Ich
die Frage. Ja, sehr lieb. Und ich möchte gerne, dass ihr die in den Kommentaren beantwortet. Und wenn ihr das gemacht habt, rüber geht auf Lisas Kanal. Ich verlinke das Video hier in der Mitte. Es gibt nämlich einen zweiten Teil mit weiteren Fragen, inklusive dieser Frage. Die könnt ihr dann mit eurer Antwort vergleichen. Wir haben sie nämlich auch beantwortet. Ja, das war's von uns. Und wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss.